Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland. So, das Zimmer war gut, schick eingerichtet, sehr ruhig hier, schön geschlafen. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn hier los? Hallo. Nein, use equipment. Hallo. Boyen. Servus. Mahlzeit. Ist aber ein schickes Ding hier. Wann gehört denn der? Ich glaub den Blaubeeren. So. Aber ich will noch mal was ansagen, ne? Oh, Achtung! Och, man. Dann, wer fährt denn hier mit Dinger rum? Müller, Stefan. Das kann nur der Stefan sein. Der hat nur ein Torpedo. Jürgen, jetzt lass ich das Kettensäge weg. Herr Müller. Hey, du da. Herr Müller. Mhm. Ja. Passen Sie auf, dass Sie nicht mit dem Herr Jäger in Kontakt kommen. Ja. Alles gut. Ja, danke. Hallo, Stefan. Ja. Hast du noch Gras und Stroh, Gras und Heu nötig? Ja. Ja. Nein. Nicht? Nicht für deine Schäflein? Habe ich noch viel, habe ich noch genug? Achso, weil ich dann hätte Gras und Heu von 250.000 Liter. Jo, was ist denn los, Neumi? Ich habe mich mit meinen beiden Kollegen aus dem Gemeinderat zusammengesetzt. Oh. Und darf was verkünden. Ja, sag mal an. Und zwar, für diese Woche gilt eine 5% Senkung der Steuern. Ach, 5%, ey. Heißt anstatt 10%. Vor allem nur diese 5%. Woche. Ja, das gilt für diese Woche. Aber ja, letzte Woche habe ich das große Geld. Was für zwei Wochen gilt, ist 20% auf einen Kauf einer Produktion. Oder mehrere. Jetzt kommst du damit um... Ich habe letzte Woche 150.000 Euro verdient. Ich habe letzte Woche ein neues Grundstück erworben. Und jetzt kommst du mit den Steuersenkungen. Hast du immer sowas nennen? Ja, aber. Pech. Ah. Das heißt, Björn und ich freuen uns heute. Und ich denke an die Baruna. Neumi. Ja? Du hast einen ganz dicken Pickel im Ohr. Jürgen. Schon schwarz angelaufen. Jürgen. Entschuldigung, ist ein Haar. Jürgen. Ja? Du hast einen dicken Pickel auf dem Hals. Entschuldigung, das ist mein Kehlkopf. Ja, ja. Du bist auf auch so ein, dem Hals und nicht im Hals. Du bist auch so ein Kehlkopf, ey. Du musst deine Brille nochmal putzen. Du musst deine Zahnspange nachziehen. Ja, ich habe einen Schraubenschlüssel dabei. Für einen Trecker. Auch. Erst Luftdruck. Baruna. Ja? Einfach mit einmal kräftig hinhauen, dann fliegt. Ihr seht die Zahnspange im Eimer bei einem. Ja, das war ja Sinn und Zweck der Sache. Ei. So. Wir sprechen uns noch. Neumi. Ja. Wegen meinem LKW. Ja. Nee, warte. Hier. Bevor ihr beiden abhaut. Okay, ja. Ich hau nicht ab. Nur der Echthut, der Racex wird dann nicht mehr zahlungsfähig sein. Okay. Von dir bekomme ich 15.000. Mhm. Minus 5%, gell? Aha. Nee, das geht ja nicht. Aha. Ja, haha. Ha. Aha. Das ist von letzter Woche, das geht ja erst auch auf dieser Woche. Volker? Ja. Willst du Steuerhinterziehung haben? oder einfach nicht Lust haben, Steuern zu bezahlen? Und von RaceX bekomme ich 700. Ach. Der Jäger! Aha. Den Schaden bezahlen sie aber. Was willst du, 15? 15.000 an Steuern. Eins müsste da sein. Ja, beides angekommen. Super.
bin stolz auf ihn. Für was gelten die 20%? Nur für Produktion. Einschließlich nur Produktion. Warum nur? Darf ich jetzt kurz AP was sagen? Nein. Überlege dir gut, was du dir holst. Eieieiei. Ich sag nur Nägel. Nägelpaletten. Ja, was macht denn der hier? Ja, das ist unser Schiedsrichter. Ich glaube, ich habe noch einen anderen Termin. Tschüss. Oh, ich gehe wieder. Ach, ihr wollt nichts gewinnen? Dann was gibt's denn? Ich bleib hier. Ja, wir spielen jetzt Fußball. Okay, dann regeln wir das dann auch am besten mit dem LKW, wa? Ja, zum dritten Mal. Gut. Entschuldigung, mein Hörgerät ist heute ein bisschen kaputt. So. Auf der Herr Jäger? Ja? Sie steigen gleich da im... wie heißt das Teil? Teleskop mal rein. In dem Money. Und wenn der Bein irgendwo in der Ecke ist, wo man nicht mehr den rausbekommt mit dem Träger, einmal in die Mitte zurück. Und ja, welche Teams machen wir denn? 3 gegen 3 ist auf jeden Fall. Wir spielen alles mit überhaupt. Ich will gegen den Jürgen. Ich spiele gegen den Jürgen. Ich zeig dir mal, wo der Ball hängt. Wahrscheinlich rot gegen grün. Mein Team Kopf. Rot gegen grün. Folger. Ah nee, du hast Glück gehabt. Ist ein Heuballen, kein Strohballen. Hey, dann spüre ich für den Herrn Varuna. Bei 6? Ja. Willst du nicht im Roten rein? Ja. Ah, ich häng fest. Jetzt. Aber wer steht denn hier an der Seite so doof an der Straße? Ach, Herr Jäger, jetzt. Sag mal, wer ist denn bei mir im Team? Bin ich alleine oder was? Ja, das ist trotzdem falsch, parken, hin oder her. Tja, Ray 6, mit dir will keiner spielen. Ha, Björn ist bei mir, wir ziehen euch ab, ihr Loser. Ich gehe dann noch zu Ray 6 und dann passt das. Ich kann auch zum Ray 6 gehen, bin dann alle. Bei dir der Stefan ist. Ja, und ich brauche ja noch einen Mitspieler. Hä, der bin ist Stefan? Doch da. Ich bin Stefan und ich bin noch hier. Ach so, der Diesel ist auch bei mir. Okay. Ja, dann passt's. Dann geht. Da kommen wir, Patrick. Jürgen. Die ziehen wir ab. So, Moment. Momentchen noch kurz, ne? Oh Gott. So, liebe Leute, heute gibt's eine etwas kürzere Folge. Wir haben jetzt morgen das 300-Folgen-Jubiläum. Das wollen wir hier mit einem schönen Fußballspiel mal wieder feiern. Und deshalb gibt es heute eine kürzere Folge, damit wir das auf die 300 auch hinkriegen. Und ja, ich wünsche euch dann in der Folge morgen viel Spaß beim Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.